Moin Leute, hier zurück bei diesem 2-Minuten-Suhr-Tag. Ja, er ist hinten wieder in der Ecke bei der Nudelsuppenküche. Ja, ich bin jetzt ungefähr 5 Minuten zum Turm geflogen und das nervt mich gerade wieder hart ab. Naja, ja, vergesst nicht bei Benji vorbeizugehen, da gibt es Geschenke, aber nur wenn ihr einige Sachen erledigt habt. Nicht vergessen, hier bei Benji zweite Seite, da unten gibt es Waffen, die ihr mitnehmen solltet, die sind umsonst, sonst packt ihr, also holt die ab und packt den Tresor, wie gesagt. Die beiden muss ich zum Beispiel, steht immer dran, schieße den Ruin der Kriegsherrin Dungeon ab oder hier schieße den Dungeon Vespas Domäne ab. Diesen Granatwerfer, der ist ziemlich gut, deswegen sollte man den auf jeden Fall probieren mitzunehmen. Ich weiß nicht, ob die Sachen noch Das ist nächste Woche sicher. da sind oder nicht, oder ob die dann verschwunden sind zum wöchentlichen Reset, keine Ahnung, aber auf jeden Fall mitnehmen. Zudem, ja, Akt 2 hat begonnen, seit Dienstag läuft Wiedergänger Akt 2, die Story war soweit okay, jetzt muss ich noch Feldeinsätze machen, etc., hab noch genug zu tun, und dann wollen wir gleich mal eben sehen, was noch jetzt Sue dabei hat. Ja, man hat auf jeden Fall viel zu spielen, vor allem wenn man neu ist in Destiny 2, hat man richtig viel zu spielen, das ist eigentlich gar nicht Können schlecht. wir Als sehen. Veteran sind einige Sachen ein bisschen öde. So, bei Sue haben wir natürlich Rangsystem nicht vergessen, das heißt, wenn ihr seltsame Münzen abgebt, aktuell kann man übrigens seltsame Münzen wieder gut farmen, weil doppelte Dämmerungsprämien aktiv sind. Also wenn ihr jetzt Dämmerung reingeht auf normal, kriegt ihr viel mehr Münzen. Dazu solltet ihr dann natürlich auch die Gunst der Neuen aktiv haben. Das sage ich aber gleich noch. Wie gesagt, Rangsystem, das heißt, ihr könnt hier schön Loot abholen. Immer Münzen abgeben, kriegt ihr Loot. Diese Woche hier einmal Traktorkanone, Katalysator, 71 seltsame Münzen. Dann hier einmal Limonarch, Katalysator, 71 seltsame Münzen an Kosten. Dann haben wir hier die Kanonenschützen, Beinschutz, 61er Wert, ziemlich schlecht. Die Aufteilung ist okay, aber der Wert ist sehr niedrig und schlecht. Kostet 41 seltsame Münzen. Dann haben wir hier einmal Abschiedsgeschenk, das könnt ihr selber durchlesen, ist mir jetzt gerade zu viel, das mache ich jetzt nicht, aber wie gesagt, wenn es in der Sammlung fehlt, auf jeden Fall mitnehmen. Dann hier einmal Maske des Stillen, Helm hier einmal 69er Wert, ein guter Wert, da der Mobilität drauf ein bisschen, aber sonst ein sehr hoher Wert, ein guter Wert, wenn ihr die Maske noch nicht habt, mit so einem Wert auf jeden Fall mitnehmen, das passt schon. Dann haben wir hier einmal gefürchtetes Antlitz, erhalte Fähigkeitenenergie, wenn du Schaden einsteckst, mit einer ausgerüsteten Lehre, super, gewähren schnelle Todesstöße und Todesstöße, wenn du kritisch verwundet wirst, bist, verschlingen. Auch nicht schlecht, wie gesagt, auch ein paar Ornamente, das sieht aber doof aus, weil der Helm ist kaputt, wer will sowas tragen, ich nicht. Naja, aber auf jeden Fall, guter Helm hier, definitiv mitnehmen für den Titan. Blutalchemie, Brustschutz hier mit 65er Wert ist okay, die Aufteilung ist auch so lala, geht so, kann man so stehen lassen. Da haben wir Blutalchemie, während du in einem beliebigen Rift stehst, werden Ziele markiert, wenn du ihnen Schaden zufügst. Markierte Ziele erleiden Bonusschaden und wenn du Waffen benutzt, deren Schadenstyp mit deiner Ausrüstung super übernimmst, übereinstimmt, erhältst du einen zusätzlichen Bonusschaden. Waffentodesstöße aus einem Rift heraus halten die Ablaufzeit des Rifts an und verlängern damit seine Dauer. Ja, wenn ihr Rift spielt, das Ding ist auf jeden Fall euer Exo, das Ding wird es noch gespielt, weiß ich gar nicht, Blutalchemie. Ja, auch wenn es hier fehlt, eine Sammlung auf jeden Fall mitnehmen. Die Werte sind okay. Dann hier einmal Klassengegenstand für 41 seltsame Münzen diese Woche. Das heißt, wenn ihr Festival der Verlorenen gespielt habt und habt da die Klassengegenstände abgeholt, dann habt ihr auch die Möglichkeit, jetzt bei Xur die Sachen zu kaufen. Sonst ging es ja vorher nicht, wenn ihr nicht Duell gespielt habt, die Mission, ja. Dann haben wir hier einmal Osarium Stiefel, 65er Wert, Erholung, Disziplin, Intellekt ist auch okay. Wie gesagt, gibt es ja hier einen Wert, den man mehr einsetzen kann. Das hier, da kann man eine Sache mehr einsetzen als woanders. Deswegen lohnt es sich dann schon, so ein Rüstungsset zu haben. Der Wert ist auch okay, kostet aber 79 seltsame Münzen, also ganz schön teuer. Dann haben wir hier mehr seltsame Angebote. Das solltet ihr jede Woche mitnehmen. Gunst der Neuen, wie gesagt, kostet dann 47 seltsame Münzen. Müsst ihr einfach nur ausgeben hier. Dann habt ihr das Ding aktiv. Das hält 11 Tage, soviel ich weiß. Hier unten ist einfach nur Materialtausch. Ist eigentlich eher uninteressant, sag ich mal, weil es ist einfach Materialtausch. Hier, das hier ist einmal einfach eine Münze ausgeben, damit man halt dann hier 47 ausgeben kann. Mehr ist das nicht. Ist einfach nur zum Ausgleichen, dass ihr auf 47 seltsame Münzen kommt. Mehr ist es nicht. Aber das Ding hier immer mitnehmen, wenn es geht, jede Woche, weil das gibt dann halt überall Aktivität bei Gambit, Fuhut oder Schmerzi, kriegt ihr halt ein paar Münzen mehr raus. Also lohnt sich auf jeden Fall. So, da haben wir natürlich noch den allgemein seltsamen Ausrüstungsshop sozusagen. Hier Exodus Engramm natürlich mitnehmen, kostet 19 seltsame Münzen. Immer mitnehmen, dann droppen die Standard-Exos raus. Wenn die drei nicht abgehakt werden, würde eins der drei rausdroppen. Deswegen auf jeden Fall immer mitnehmen, lohnt sich auf jeden Fall. Dann hier Falkenmond hier, diese Woche mit folgenden Werten hier. Korkenzieher 3, Ligiles Magazin, fixer Zug und hier einmal texturierter Griff. Das ist auf jeden Fall okay. Monte Carlo diese Woche als Waffe einmal drinne. Wie gesagt, wird auch sehr viel noch im PvP gespielt, habe ich gesehen. Also warum nicht? Einfach da mitnehmen. Dann haben wir noch Risikoreich, auch nicht schlecht für PvE auf jeden Fall. Hat auch gute Werte, kann man auf jeden Fall auch nutzen, auf jeden Fall auch mitnehmen. Und hier haben wir noch schwarze Klaue, einmal das Schwert. Ja, das ist dahingestellt. Schwerter spielen wir aktuell, glaube ich, nicht mehr so viel, glaube ich. Aber ja, wenn es auch hier fehlt, auf jeden Fall mitnehmen. So, die Waffen hier unten gucken wir uns schnell mal eben an.
Einmal hier die seltsame Waffengramm für 7 seltsame Münzen, lohnt sich nicht. Das Ding hier unten lohnt sich auch nicht, habe ich mal eine Zeit lang gezogen. Kam nur Mist bei raus, deswegen kann ich es nicht empfehlen. So, Blutfeder, Maschinenpistole diese Woche einmal drin. Hier, ob das gute Werte sind oder nicht, kann ich nicht sagen. Nehmt am besten immer Waffen, die ihr schmieden könnt und craften könnt. Das hier ist dahingestellt, ob hier gute Werte bei sind. Das weiß ich dann nicht. Das werde ich noch, sonst noch nachreichen. Oder ihr könnt es auch pausen, wenn hier eine Waffe bei ist, die gut ist. Kalierter Lauf hier einmal drauf. Hammergeschmiedeter Drall. Vergrößertes Magazin, weitmütiger Magazinschacht. Dreifach fokussierter Raserei. Rechter Haken mit einmal Reichweite. Dann hier einmal Notration, Handfeuerwaffe mit Korkenzieher Drall. Verlängerter Lauf, Zusatzmagazin, Prallgeschosse, bewegliche Zielscheibe, dann Vorpeilwaffe, hier einmal Desasterplan mit einmal Reichweite drauf, dann haben wir hier einmal Gesetz des Räubers, Pistole, Korkenzieherdrall, Weiterlauf, taktisches Magazin, Vergrößerungsmagazin, Hüftfeuergriff, wohlmeines Arsenal, dann rechter Haken mit einmal Stabilität drauf, dann haben wir hier einmal Einzeliger Überlebender Scharfschützengewehr mit gekammerter Kompensator, Hammergeschmiedeter 3, Zusatzmagazin, Leichtmagazin, Blei aus Gold, Vorpalwaffe, Desasterplan, hier einmal Handhabung noch drauf, dann haben wir hier einmal Code Duello, Raketenwerfer mit Linearkompensator, Smartdriftsteuerung, Schwarzpulver, Hochgeschwindigkeitsgeschosse, Impulsverstärker, unnachgiebig und mit hier einmal Explosionsradius. Dann haben wir hier einmal Erinnerungsbann mit flüchtiger Abschuss, enge Schüsse, verbesserte Trommel, Mini-Splittergranaten, Impulsverstärker, Gefahrenzone und hier einmal Handhabung. Dann haben wir hier noch als letztes ein Schwert, Ewigkeitsklinge mit hungrige Klinge, ausdauernde Klinge, temporierte Klinge, unendliches Schwertgefäß, unermüdliche Klinge, Blitzkonter und hier einmal Schlagkraft und hier unten die Rüstung, opulente Set komplett einmal. 63 Wert nicht so geil, 64 Wert nicht so geil, 61 Wert auch nicht geil, 66 Wert ist okay, sehr viel Belastbarkeit und Deck drauf, das kann man sich überlegen mitzunehmen. Wie es beim Titan und Jäger aussieht, kann ich euch gerade nicht sagen. Ja, das war so diese Woche, wie gesagt, ist okay, würde ich sagen. Und viel Spaß beim Spielen, sonst seltsame Münzen, wie gesagt, aktuell in der Dämmerung gut zu holen, in der normalen Dämmerung. Also das meine ich damit, warte, ich zeig's mal eben schnell, was ich damit meine. Ich habe auch keine Zeit gerade heute, wie man merkt, ich muss mich gleich weg. Hier die Dämmerung auf normal spielen, wie gesagt, hier sind aktuell hier doppelte Dämmerungsbeute aktiv ich und hier einmal erhöhte Vorhutkrankpunkte. Einfach nochmal starten hier und dann geht ihr rein und macht das fertig und dann ist gut, da kriegt ihr auf jeden Fall gut seltsame Münzen zusammen, auch wenn es ein bisschen länger dauert da, aber es lohnt sich auf jeden Fall. So, danke nochmal für euren Support immer und reingehauen, bis zum nächsten Mal hier bei Destiny 2. Euch guten Loot, gutes Wochenende, bis demnächst. Tschüss!